Hallo Freunde und herzlich willkommen zur 9. Folge im LS19 auf der Ravenport. Jetzt hätte ich beinahe LS17 gesagt. Aus Gewohnheit noch. Ja, ist mir zum Glück doch nicht passiert. Aber, ja. So, wie angekündigt, wir machen auf unserem Feld 2 dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wir werden uns jetzt, denke ich, auch in dieser Folge komplett abgeerntet bekommen und danach weitermachen. Ich habe immer noch nicht geguckt. Wir können mal eben rausspringen. Ja, es muss nur gekalkt werden, gedüngt und angesät. Also nichts pflügen. Das ist doch schon mal gut. Spart uns viel Zeit und Arbeit. Heißt also, anschließend können wir einmal kalken. Und da müssen wir dann auch mal gucken. Ich gehe nämlich mal davon aus, dass eine Kalksteuerfüllung für dieses Feld nicht reichen wird. Da müssen wir dann mal zur Kalkstation fahren und gucken, was uns da 2000 Liter sind, glaube ich, in einem Big Bag drin. Das gucken wir dann nochmal vorher nach, um mal den Preis zu vergleichen. Wobei, es wird eh allemal, denke ich, schon alleine. Ja, also es wird handlicher sein, weil wir können den Kalk, wenn es auch tatsächlich klappt, in unser Lager packen. Einfach mit dem Kalkstreuer drunter fahren, auffüllen, fertig. Andererseits wäre es natürlich wiederum praktischer, wenn wir Paletten hätten. Die können wir auf den Anhänger schmeißen und mit zum Feld fahren. Wir müssten also nicht mit dem Kalkstreuer zurück auf den Hof fahren. Dafür müssen wir die Paletten aber jedes Mal hin und her eiern. Was wiederum, ja, Zeit und Nerven aufreibend ist. Zeitaufwendig, Nerven aufreibend. So, ich musste eben noch kurz über den Satz nachdenken. Der war merkwürdig. Und ich gehe halt einfach tatsächlich davon aus, dass, wenn wir das lose als Schüttgut kaufen, es günstiger ist wie in einer Palette. Denn sonst würde ich halt auch den Sinn da drin nicht verstehen. Also außer, dass man halt tatsächlich in sein Lager schmeißen kann und keine Paletten mehr durch die Gegend eiern muss. Ja. Gucken wir dann gleich einfach mal. Ich denke mal, das sollten wir diese Folge noch schaffen rauszufinden. Wie sich das mit diesen Kalkstationen verhält. Auf jeden Fall ist das schon ganz schön groß. Wenn ich mir überlege, gut, wir haben jetzt hier 7 Meter Arbeitsbreite. Kalken ist ja noch deutlich größer, düngen halt auch, das sind jetzt nicht so die Arbeiten. Ich glaube, Kalk fahren wir auf 12 Meter. Waren das 12 Meter oder waren das 18 Meter mit diesem Streuteller dran? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube 18 Meter, nicht 18 Meter, ist glaube ich der normale Düngestreuer. Und 12 Meter Kalk, ja, das sind also, das passt noch für so eine Feldgröße. Mal größer geht es glaube ich eh nicht mehr. Selbst der andere, der etwas größere Anhänger, Düngestreuer, Kalkstreuer, wenn man da dann diesen Streuteller dranhängt, wird es glaube ich beim Kalk auch nicht wirklich mehr. Einzige, was halt tatsächlich ein bisschen, ja, wird das Einsehen sein auf 6 Meter, aber andererseits 6 Meter ist ein Meter weniger als hier. Das sind vielleicht 2-3 Bahnen, die wir mehr ziehen müssen als jetzt mit dem Drescher selbst. Sollten wir dann wohl auch hinkriegen. Oh, gleich voll. Noch bevor ich unten ankomme. Oder kriegen wir es wenigstens noch hin? Nein, kriegen wir nicht. Voll. Muss ich hier tatsächlich einmal wenden. Dann fahre ich aber auch so, schnapp mir den Rest gleich eben so rein. Brauche ich nicht dreimal hin und her eiern. Dann ist er auch schon wieder voll. Eieiei.
Geht fix hier. Geht ja mal richtig fix. Ja, da liebe ich mir dann jetzt halt mein Curseplay. Was ich jetzt tatsächlich schon benutzen würde, einfach nur damit mich der Traktor abfährt. Ich würde tatsächlich weiter noch Drescher fahren. Ich brauche ja irgendwas zu tun. Bei drei Feldern fällt noch nicht so viel Arbeit an. Keine Viecher, nichts. Keine Wirtschaftszweige. Würde ich schon tatsächlich selbst Drescher fahren, aber dass der mich wenigstens automatisch abbunkert. Das wäre jetzt schon eine nette Nummer. Und das jetzt auch direkt wegfährt. Das ist nochmal. Also eine volle Ladung, anderthalb Ladung circa nochmal. Da ist aber gut was bei rumgekommen. Dafür, dass wir auf Feld 3 nur 12.000 Liter in dem Dreh geerntet haben. Raps und Gerste würde ich jetzt von der Korngröße einfach mal. Ja, in etwa. Ja, wo Raps ist schon noch ein bisschen größer. Dafür sind sie runder. Fallen besser zusammen. Aber schon hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass das so einen krassen Unterschied gibt. Wahrscheinlich gibt die Rapspflanze an sich einfach nicht so viel an Korn ab wie jetzt hier eine Gerstenpflanze. Was man dann vielleicht auch tatsächlich mal bei der Tierhaltung hinterher berücksichtigen sollte. Welche Pflanze gibt denn mehr ab? Raps und Soja wird ja, glaube ich, ist eine Sparte. Ich denke mal, Gerste, Weizen wird wahrscheinlich relativ identisch dann sein. Ist ja eine ähnliche Pflanze. Ist ja, glaube, nur eine andere Zusammensetzung des Korns da drin. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber halt gerade bei Raps und Sojabohnen sollte man dann vielleicht mal gucken. Was ist ertragreicher? Wovon profitiert man mehr? Von welcher Sorte? Und was waren das noch? Ja. Weizen, Gerste war ein Reiter für Futter. Raps, Soja, Kartoffeln, Zuckerrüben. Mais war eine Einzelsparte. Und ich glaube, dann war es das tatsächlich. Wenn es denn noch so ist wie im LS17. Das kann ich jetzt immer noch nicht genau sagen. Ich habe mir noch nicht diesen Inforeiter angeguckt im Menü. Da kann man ja, glaube ich, schon einsehen. Oder da sieht man ja, welches Futter die Tiere brauchen. Aber wir werden es tatsächlich einfach dann rausfinden, wenn wir Tiere haben. Genauso wie die Frage, ist das Futtermischverhältnis für die Kühe immer noch dasselbe? Das waren, na gut, kann man jetzt schlecht sagen. Also in Prozentrechnung und so ist bei mir sowieso ganz schlecht. Ich hatte, glaube ich, mal bei diesem ganz großen Futtermischwagen von Pikun, da waren. Muss ich mal überlegen, was hatte ich da für eine Schaufel? Es waren auf jeden Fall, glaube ich, mal 10.000 Liter Heu. Ne, 15 Liter, 15.000 Liter Heu, 15.000 Liter Stroh und 30.000 Liter Silage. Und dann waren wir, glaube ich, 60 hatte der so in dem Dreh. Also es war immer ein bisschen mehr. Ich glaube, der hatte 62.000 Liter Fassungsvermögen. Aber dann kann man ungefähr sagen, ein Drittel Heu, ein Drittel Stroh. Und nein, ein Viertel Heu, ein Viertel Stroh und zwei Viertel Silage. In dem Fall ist das ja tatsächlich sogar noch einfach. Das kriege ich hin. 25%, 25%, 50%. Aber wird das hier irgendwie gerade mehr? Jetzt komme ich nicht mal mehr annähernd so weit runter. Und zwar waren es tatsächlich zwei volle Bahnen.
Machen wir es genauso wie eben. So, und dann den einmal leer machen. Ich muss mir hier für das Feld irgendwie auch nochmal einen Feldweg anlegen, glaube ich. Zumindest mal von dem Weg nach da aufs Feld drauf, die ein Stück Wiese wegmachen, dass man tatsächlich richtig einen richtigen Weg hat. Aber schon schäbig aus, wenn man hier hochfährt. Das überlege ich mir nochmal, ob ich das irgendwann nochmal ein bisschen offscreen bearbeite. Muss ich mir dann halt nur Kontostand für merken. Auf jeden Fall. Weil ich das Geld dann natürlich wieder haben möchte. Das gehört ja jetzt nicht zum Spielinhalt, wenn ich den Hof bearbeite. So, eigentlich können wir auch direkt hier stehen bleiben. Den brauchen wir jetzt nicht. Ach doch, nee, brauchen wir wohl. Ich muss ja nochmal leer machen fahren. Ich würde sagen, können wir dann mit dem Drescher direkt herfahren, reinkippen. Aber dazu müssen wir erstmal leer kriegen. Das ist schon echt steil. Das finden die Geräte mit Sicherheit nicht witzig, wenn man das jetzt in Real machen würde. Das machen wir, das bearbeite ich irgendwann nochmal. Vielleicht mache ich es auch mal in der Folge. Das war eine Folge mal dazwischen hauen, wenn wir vielleicht gerade nichts zu tun haben oder so. Das war, wo wir ein bisschen Hof und so bearbeiten. Und auch hier den Feldweg hier rein, direkt hier so eine Schneise rein, zack. Dass man hier gleich reinfahren kann. Für alle die, die das noch nie gesehen haben, sich mit dem Tool noch gar nicht auskennen und so weiter, ist das mit Sicherheit auch mal interessant. Und generell denke ich auch mal eine Abwechslung zu dem Normalen, was wir hier sonst immer so treiben. So, Reste aufsammeln. Da kriegen wir das alles mit. Nee. Da bleibt was stehen. Na gut. Sollte ich mich halt nur mal für eine Seite entscheiden, wo er stehen bleibt. Sonst eier ich gleich hier immer im Zickzack hin und her. So, jetzt. Das müssten wir alles mitbekommen. Ja, ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Okay, für Gerste und Weizen gibt es auch nicht viel Geld. Da braucht man die dementsprechenden Literanzahlen, um an Knaster zu kommen. Aber letzten Endes ist auch das eigentlich mal wieder so ein bisschen, zeigt mir eigentlich auch gerade, dass man manchmal vielleicht auch gar nicht richtig denkt, also oder falsch liegt mit dem, ja, Sojabohnen hat den höchsten Preis, das machen wir, gibt am meisten Geld. Der Ertrag ist allerdings bei, oder die Literanzahl, die man bekommt, ist natürlich bei weitem nicht so hoch wie jetzt hier bei Gerste Weizen zum Beispiel. Das müsste man, ja, dann mal eventuell, es wäre cool, wenn es da so eine Tabelle für gäbe. Wo man sieht, ja, also unter perfekten Bedingungen bekommt man aus, was weiß ich, einem Hektar Gerste die und die Literanzahl raus, dass man so ein bisschen das mal hochrechnen kann. Weil sich das alles komplett selbst zu erarbeiten, wird, glaube ich, langwierig und auch gar nicht so einfach.
um das genau herauszufinden, so aus einem Hektar perfekten Feld halt, ne? Die gehen immer mal vom perfekten Feld aus. Oder meinetwegen auch aus vom ganz schlechten, also nicht gepflügt, nicht gedüngt, nicht gekalkt und so weiter, mit Unkraut drin. Man kann sich das kann man sich dann quasi hochrechnen. Ich glaube, wenn man halt das perfekte Feld hat, hat man 100% mehr. Das wäre dann ja noch quasi umzurechnen, also eins von den beiden. Aber dass man da mal so einen Standpunkt hätte, ja, okay, das bekomme ich für so und so viel, dann kann man sich das mal in etwa hochrechnen, ne? Das hätte eigentlich schon was. So. Ich bin jetzt ernsthaft auch gerade am Überlegen, ob ich das Schneidwerk tatsächlich überhaupt nochmal auf den Wagen packe oder ich den Wagen nicht einfach wieder verkaufe. Denn so richtig abstellen kann man den eh nirgendwo. Der haut einen immer wieder ab, rollt durch die Gegend und steht dann scheiße da. Ich nehme ihn erstmal mit auf den Hof. Aber ob ich das Schneidwerk nochmal draufstelle. Weil ich könnte es auf dem Hof zumindest so lange darauf parken. Aber ich habe im Moment noch genug Platz, dass ich den Drescher auch so abstellen könnte. Ich wollte eigentlich halt nicht mit dem Schneidwerk hier so auf der Straße rumfahren, weil wenn da tatsächlich mal ein Auto kommt und Verkehr ist eingeschaltet hier, aber ich glaube, hier auf der Straße ist noch nicht einmal ein Auto vorbeigekommen. Okay, kommt man hier überhaupt hoch, unfallfrei? Ja. Aber auch gerade so, dass man mit dem Schneidwerk da nicht ankloppt. So, passe ich hier auch durch, dass ich wenden kann? Nein, natürlich nicht. So, dann schieben wir das hier nochmal eben rückwärts rein. Dann wird ein halbes Jahr dauern. Boah, es hat sogar eine mitlenkende Hinterachse. Schneidwerkswagen. Ist ja krass. So, steht relativ gerade. Kommt man natürlich nur nicht mehr ran. Ist, glaube ich, weggebackt oder war ich das jetzt? Das weiß ich gar nicht. So, Drescher steht auch im Trocknen. Stehen bleiben jetzt bitte. So. Holen wir den noch nach Hause. Machen den leer. Jetzt habe ich das Thumbnail vergessen. Ich wollte eigentlich ein Thumbnail noch machen. Das machen wir jetzt eben. So. Damit haben wir das zweite Feld abgeerntet. Sehr schön. Von der Zeit her sind wir auch schon wieder am Ende. Ich werde mich, während ich mich jetzt hier, oder während ich mit dem Anhänger zum Abkippen fahre, schon mal verabschieden. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Einschalten, Zuschauen. Ja, seid fleißig in den Kommentaren. Ich bitte euch immer wieder drum, beziehungsweise ihr dürft es ja auch, ne? Also dafür sind die Kommentare da. Haut rein, was euch einfällt. Wenn ihr mich unterstützen wollt und meine Projekte, meine Videos und ich euch gefalle, dann lasst doch gerne ein Däumchen da, abonniert mich und macht das Glöckchen an. Ja, ich sag mal, oh, dann sehen wir uns morgen wieder. Und bis dahin erstmal reingehauen und einen schönen Tag euch noch.